Willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Herzlich willkommen zu diesem neuen FIFA 16 Video und es ist wieder ein Trading-Tipp. Ihr wünscht es euch einfach immer wieder in den Kommentaren und deswegen habe ich mir gedacht, ich hau einfach direkt den nächsten Trading-Tipp raus. Und anhand dieses Beispiels will ich euch nochmal zeigen, dass die überteuerte Verkaufmethode immer noch funktioniert. Strootman oder Strootman, keine Ahnung wie man den ausspricht, einfach mal für 1,3 verkauft, für 700 gekauft. Und dasselbe ist eigentlich bei Casemiro, den habe ich für 650 geholt, für 1000 verkauft. Das heißt, überteuert verkaufen funktioniert immer noch. Hier sind auch ganz, ganz viele Spieler, die ich hier versuche eben gerade überteuert zu verkaufen. Dann schauen wir uns direkt die heutige Methode an. Das ist nämlich nicht überteuert verkaufen, sondern es geht ums Investieren. Ich habe euch ja, glaube ich, vor ein paar Tagen einfach mal in einem Video gesagt, dass ihr jetzt investieren sollt. Und das war einfach der perfekte Zeitpunkt, um zu investieren. Das heißt, wenn ihr das wirklich getan habt, dann wirklich, ja, dann habt ihr echt Glück gehabt, denn dann habt ihr richtig guten Gewinn gemacht. Wir können es hier sehen, Martial für 27.250 Münzen geholt. Und wir können ihn tatsächlich jetzt für 41.500 Münzen verkaufen. Ich habe mir jetzt mal eine Liste gemacht, ich habe ja noch in weitere Spieler investiert. Wir stellen ihn einfach mal rein, machen mit einem Spieler einfach mal über 10.000 Münzen Gewinn. Das ist sowas von genial, was das hier für ein Trading-Tipp ist. Also wirklich, falls ihr das gemacht habt, den Trading-Tipp, den ich euch gesagt habe, dann wirklich, dann habt ihr einfach richtig guten Gewinn gemacht. Das ist einfach so. Wir stellen ihn jetzt rein hier für 41.500 und dann schauen wir uns direkt die weiteren Spieler an. Und ich würde euch jetzt nicht mehr raten zu investieren. Ich verkaufe die Spieler jetzt gerade während dem Team of the Year noch, weil ich der Meinung bin, dass nach dem Team of the Year die Spieler wieder sinken werden, weil alle Spieler bzw. alle FIFA-Spieler eben ihre Spieler wieder verkaufen wollen, weil die eben denken, ah, Team of the Year ist vorbei, ich muss die Spieler, in die ich investiert habe, wieder verkaufen. Und dann werden alle eben nervös, mehr oder weniger, auch wenn die Spieler nicht gestiegen sind von denen, also wenn die in Spieler investiert haben und die Spieler sind nicht gestiegen, dann verkaufen sie diese trotzdem, weil sie eben Angst haben, dass sie fallen noch, also dass sie noch weiter fallen. Und deswegen werden die Preise immer weiter sinken. Das ist meine Prognose, es ist natürlich nicht sicher, dass das stimmt. Also es kann auch sein, dass die Preise einfach gleich bleiben oder auch vielleicht sogar noch ein bisschen steigen. Aber falls ihr jetzt eben Spieler geholt habt und die sozusagen gestiegen sind, dann würde ich sie wirklich jetzt verkaufen, denn bevor die Spieler noch sozusagen sinken, würde ich sie eben, wie gesagt, verkaufen. Hier haben wir Oscar, den haben wir für wie viel haben wir den geholt? Für 52.000, genau, für 52.000, wir können ihn für 72.500 Münzen verkaufen. Was ist das für ein Gewinn, Jungs? Also die Methode, wie gesagt, die Methode haut einfach sowas von hin. Merkt euch das auch fürs nächste Jahr. Für nächstes Jahr, nicht fürs nächstes Jahr. Alles klar, Deutsch. Grammatik läuft auf jeden Fall bei mir. So, wir stellen ihn rein für 72.500. Der wird sich auch direkt verkaufen. So, dann haben wir hier noch Jonas. Den haben wir gekauft für 22.750 und den können wir verkaufen für 29.750. Das heißt, wieder mal über 5k Gewinn mit einem einzigen Spieler. Und das ist wirklich, den Gewinn habe ich in 2-3 Tagen gemacht. Einfach nur gewartet. Das ist alles, was ich getan habe. Und halt die Spieler zum richtigen Zeitpunkt eingekauft. Das ist wirklich so eine geile Methode. Hamschick, für wie viel haben wir den gekauft? Für 18k. Für wie viel kann man ihn verkaufen? Wir können ihn verkaufen für Hamschick 25.500. Also auch richtig, richtig gut, was wir hier für einen Gewinn machen. Der nächste Spieler ist Biglia. Den haben wir gekauft für 16.500 und den können wir verkaufen für 18.750. Das ist jetzt nicht der stärkste Gewinn, aber es ist auf jeden Fall auch ein Gewinn, das muss man auch sagen. Der ist ungefähr 2k gestiegen, kann man sagen. Verkaufen wir einfach mal, machen auch ein bisschen Gewinn. Hier ist Limani, der ist auch richtig abgegangen. Den haben wir gekauft für 12.000, können wir für 17.500 Münzen verkaufen. Arnautovic brauche ich noch für mein Team. Dann haben wir Defoe, den haben wir für 11k geholt. Schauen wir einfach mal. Ich will euch das ja auch zeigen, damit ihr seht, die Spieler sind gestiegen. Ihr könnt es hier sehen, 16k wird auf den geboten und wir können ihn verkaufen für 16.750. Also wirklich auch wieder ein richtig, richtig guter Gewinn. Defoe habe ich euch auch wirklich extrem empfohlen und da habe ich auch wirklich recht behalten. Ne? Der nächste Spieler ist nochmal Martial, wieder für 41.500. Also wirklich ein richtig guter Gewinn. Martial echt. Das ist wirklich der perfekte Spieler, den habe ich euch auch empfohlen in dem Video, wo ich das eben gesagt habe. Der nächste Spieler ist dann Maxwell, den können wir leider nur für 12.5 verkaufen, aber ist auf jeden Fall auch ein Gewinn von 2,5k. Der vorletzte Spieler ist Ben Yedda und mit dem machen wir so einen richtig, richtig, richtig guten Gewinn. Nämlich 4.000 Münzen machen wir mit dem guten Spieler, mit dem guten Mann, nicht mit dem guten Spieler. Ist auch ein guter Spieler, der hat nämlich 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot und richtig gute Ingame-Werte. Der ist auch eben gestiegen und der letzte Spieler ist Musa, der ist nicht richtig gestiegen, aber den können wir für 13.250 Münzen auf den Markt stellen. Und das sind eben die Spieler, die wir jetzt reingestellt haben und ich kann schon sehen, wir haben auch schon direkt welche verkauft und zwar 4 Spieler. Musa ist direkt weggegangen, Defoe, Hamschick, Jonas und Oscar, also insgesamt sogar 5 Spieler schon.
Also ihr könnt hier wirklich sehen, die Methode funktioniert astrein und ich würde sagen, wir sehen uns nochmal, wenn sich alle Spieler verkauft haben. Was wir heute für einen Gewinn gemacht haben, ist einfach nur unfassbar. Wir haben jetzt tatsächlich 420.000 Münzen und es haben sich alle Spieler verkauft. Das ist jetzt wirklich nur 10 Minuten später. Die Spieler sind wirklich alle weggegangen. Hier Oscar direkt verkauft, Jonas direkt verkauft. Okay, jetzt hat das hier ein bisschen rumgeleckt, ist aber auch egal. Maxwell Slimani, dann eben Martial hier. Biglia ist auch weggegangen, Ben Yedder, Musa ist auch direkt weggegangen, Defoe, Hamsik und Jonas. Und ja, Freunde, dann war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefallen hat. Falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, soll ich nochmal ein Video zum überteuert Verkaufen machen. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das funktioniert jetzt nämlich ein bisschen anders wie zuvor, also da müsste ich eigentlich noch ein bisschen was dazu sagen. Von dem her wäre das, denke ich, gar nicht mal so schlecht. Und ja, Freunde, dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.